Leiche des britischen Softwareunternehmers Mike Lynch soll am Donnerstag aus einer untergegangenen Luxusjacht vor der Küste Siziliens geborgen worden sein. Bergungskräfte brachten am Morgen einen blauen Leichensack in den Hafen von Porticello. Seine 18-jährige Tochter werde nun als einzige der 22 Menschen an Bord immer noch vermisst, sagte eine mit der Bergungsaktion vertraute Person. Vier Leichen waren schon am Mittwoch von Rettungstauchern aus der Yacht herausgeholt und zur Identifizierung in Krankenhäuser gebracht worden. Der 59-jährige Lynch gilt als der britische Bill Gates. Er hatte seine Softwarefirma für 11 Milliarden Dollar an den US-Computerriesen Hewlett-Packard verkauft. HP hatte ihn danach wegen Betrugs verklagt. Mehr als ein Jahr stand er de facto unter Hausarrest, wurde aber im Juni von einer Jury in San Francisco freigesprochen. Sonntagnacht habe man einem Weltuntergang entgegengeblickt, berichtet diese Anwohnerin. So etwas haben wir noch nie gesehen. Alle in Porticello sind geschockt, jeder weint. Alle sprechen darüber im Radio und in den Nachrichten. Wir beten zu Gott und bitten um Segen für die Verstorbenen. Und wir beten zu Gott, dass er denen hilft, die gerettet wurden, auch wenn sie sicher leiden werden. Die unter britischer Flagge fahrende Segeljacht Bayesian war am Montag vor Porticello in einem Sturm gekentert und innerhalb von Minuten gesunken. 15 Menschen konnten sich retten.